Es kommt Schwung in die Sache und das ist auch dringend notwendig, hat der Bundeswirtschaftsminister Altmaier eben gesagt. Also sprechen wir über die Wirtschaft in Corona-Zeiten mit Dr. Hubertus Barth, dem Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Hallo, Herr Barth. Guten Tag. Herr Barth, sind Sie zufrieden mit dem Gipfel heute? Entscheidend ist, dass hier nochmal deutlich gemacht wurde, dass Corona auch eine wirtschaftliche Dimension hat und man auch aufpassen muss, dass man die wirtschaftlichen Schäden nicht zu groß werden lässt. Ob sich das bei den nächsten Beschlüssen von Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin niederschlägt, das ist die große Frage. Was man jetzt beschlossen hat, ist ja im Wesentlichen, wir wollen mal ein Konzept schreiben, wo man sich die Frage stellt, warum fängt man damit jetzt erst an? Warum fängt man damit jetzt erst an aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube, dass natürlich schon vorgedacht wird, aber es immer, man vor diesen Lockdowns, vor diesen Inzidenzzahlen steht, vor der Sorge steht, gibt es eine neue Mutation, was bedeutet das und sich deshalb nicht traut. Und es für politische Entscheidungsträger extrem schwierig ist, dieses Risiko in Kauf zu nehmen, was mit einer Öffnung unweigerlich verbunden sein wird. Aber dass die ökonomischen, auch die sozialen Risiken, die mit dieser Phase verbunden sind, nicht so sichtbar sind. Und deshalb ist es gut, dass es so Veranstaltungen wie heute gibt, um die nochmal zu zeigen. Dann lassen wir uns doch mal konkret werden. Eine der Hauptforderungen der über 40 Verbände heute vor diesem Wirtschaftsgipfel war ja, wir möchten eine klare Öffnungsstrategie. Jetzt, Ihr Auftritt. Wie könnte die aussehen? Ja, man kann natürlich keine festen Daten vorgeben, weil wir nicht wissen, wie die Pandemie sich weiter verhält. Seit einiger Zeit gehen die Zahlen sehr erfreulich zurück und das macht natürlich schon Hoffnung. Also man muss klare Kriterien definieren, wann was geht und die nicht ständig wechseln. Wir können nicht mal von R-Werten, mal von Auslastung der Krankenhäuser, mal von Inzidenz 50, mal von Inzidenz 35, mal von vielleicht noch was anderem mitsprechen, sondern brauchen da mehr Verlässlichkeit. So, und dann muss man schrittweise öffnen, muss gucken, wo sind die größten Ansteckungsrisiken und das ist natürlich dann schwieriger, wo sind die größten wirtschaftlichen Schäden der Schließung, das müsste man eher vorziehen. Und ganz wichtig ist, dass man das begleitet. Wir müssen mit dem Impfen so schnell sein wie möglich. Wir müssen testen, auch wenn die Zahlen kleiner werden. Und wir müssen mit der Nachverfolgbarkeit besser werden. Und auch da ist im letzten Jahr nicht so viel passiert. Über die Themen sprechen wir seit März. Ich würde gerne noch ein bisschen konkreter werden. Zum Beispiel das Hotel- und Gaststättengewerbe. Da hat sich der Verband von Hotel- und Gaststätten, GEHOGA, hat jetzt klar gesagt, vor Ostern muss geöffnet werden, müssen Hotels und Restaurants geöffnet werden. Sehen Sie das genauso? Wir sehen natürlich in bestimmten Branchen und Hotel- und Gaststätten sind diejenigen, die im Augenblick mit am meisten gebeutelt sind, sehen wir Saisongeschäft. Und Saisongeschäft ist nun Ostern, das ist eine erste Reisezeit, wo Gastronomie genutzt wird, wo Hotels genutzt werden. Das heißt, das, was dann verloren geht, ist noch mal viel größer als das, was in vielen anderen Monaten mit verloren geht. Und deshalb ist der Druck hier nun endlich wieder auch Umsatz zu machen und die Geschäfte zu retten, natürlich groß. Das ist nicht ganz eine Antwort auf meine Frage. Sind Sie dafür, denken Sie, das wäre eine logische Konsequenz? Wir sollten Hotels und Restaurants öffnen vor Ostern? Ja, wir sollten gucken, dass wir die Hygienekonzepte so hinkriegen. Jetzt gibt es immer mehr Schnelltests. Die gibt es ja viel schon in den Restaurants. Es gibt die in den Restaurants und Hotels. Es gibt viel mehr Testmöglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, app-basiert viel besser und nachvollziehbarer als vorher diese Zettelwirtschaft, die wir im Sommer hatten, zu ersetzen. Also wären Sie für eine Öffnung? Hier sind wir, ja, die kann nicht unkonditioniert sein. Ja. Wenn jetzt die Zahlen nicht runtergehen und wir eine Mutation mit großen Risiken und hohen Ansteckungsraten haben, sähe die Welt anders aus. Aber im Augenblick sieht es nicht danach aus. Und wir müssen diesen Schwung dann auch nutzen. Und wir müssen vor allem glaubhaft machen, dass, wenn die Situation besser wird, dann auch geöffnet werden kann. Und ein großes Thema war ja auch die Auszahlung der Hilfen. Auch da hat DEHOGA, der Verband der Hotels und Gaststätten, am Wochenende eine Umfrage gemacht bei rund 6.000 Betrieben und hat da gesagt, bei 2/3 gerade mal ist die komplette Novemberhilfe gezahlt worden. Nur 2/3. Und bei gerade mal 1/4. Und diese Hilfen seien überlebenswichtig. Wie kann es sein aus Ihrer Sicht, dass die noch nicht geflossen sind? Ja, man hat erst mal im November gesagt, wir machen zu. Dafür kriegt ihr eine Entschädigung in Höhe von 15 Milliarden. Und davon sind 3,5, vielleicht 4 inzwischen geflossen. Das hatte ganz viele Umsetzungsschwierigkeiten und zeigt, dass auch das nicht gut vorbereitet war und dass wir ziemliche Probleme haben, politische Entscheidungen dann noch administrativ mit umzusetzen. Und man hat sich nicht getraut, großzügig zu sein. Erstmal das Risiko einzugehen, dass man mit Abschlagzahlungen vielleicht zu viel Geld ausgibt, was man hinterher wieder zurückfordern muss. Ja. Sondern war kleinlich und das ist dann das Gegenteil von schnell und unbürokratisch. Dr. Hubertus Barth, Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft, vielen Dank für Ihre Einschätzung hier bei uns bei Phoenix. Ja.